und herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Magadino. Wir sind diesmal im Ticino, um genau zu sein am Lago Maggiore. Und hier gibt es auch viele, viele schöne große Berge. Wir hatten uns für heute den Monte Tamaro vorgenommen. Das wird eine Tour mit knapp 2000 Höhenmeter und mit viel, viel Trailanteil in der Abfahrt. Heute Morgen waren es noch 1900 Meter. Ja, 1930. Es wird wieder geschummelt. Ja, Bike-Ausstattung, wieder E-Bike. Unsere Bios lassen noch auf sich warten, aber die sollten auch bald kommen. Und dann heißt es mal wieder trainieren für... Was? Alpenkurs. Ja. Hier ist gerade ein mega guter Aussichtsplatz. Wir schwenken euch einmal durch. Wahrscheinlich kommen da noch ganz viele, aber man muss es immer wahrnehmen, weil wenn man es nicht macht, dann kommt keiner mehr, der besser ist. Ist dir schon warm? Ja, ich schwitze. Das sieht immer so harmlos aus, aber wenn man nicht gleich rennt, dann kriegt man es immer nicht mehr. Das war echt gemein. Und letztes Jahr war da noch so eine Party, die haben dann alle gelacht. Müssen wir euch einfach zeigen, kurz, diese typischen Bunkerhäuser in der Schweiz sind einfach schon sensationell. Hammerdesign, große Fensterflächen mit Wahnsinnspanorama. Trainieren, trainieren! Aufwand geht hier mit wunderbaren Blick über den See rauf die meiste Zeit. Das ist echt super, super schön. Und ja, wahrscheinlich ist es so ein bisschen deutsch, aber alles, was mit See ist, ist gleich nochmal schöner. Deutsch! Einfach nur eine normale Auffahrt. So romantisch, wie es da hochgeht. Das ist so mit so schöner Aussicht. Meine Güte, schaut euch die Aussicht an. Das ist echt der Hammer. Hier jagen auch eine Palme die andere. Also ich fühle mich wie an der Riviera. Aber wir sind mitten im Ticino. Uns erwarten echt göttliche Trails. Ich bin schon göttlich. Mega gespannt. Göttliche, ja, diesmal haben wir selber geplant. Deswegen ist die Anspannung umso größer. Hat es geplant. Ob es hinhaut. Ja, es wird immer besser mit den Häusern. Petra will es ja nicht wissen, aber schaut mal hier, sensationell, oder? Hier die Tiefgarageneinfahrt in den Berg und da oben dieses Haus mit Panorama und Dachterrasse. Die Straße hier ist mega schön und wow, ist relativ wenig los. Nein, aber halt... Wow, bist du schön, Straße. So, ja, spring lieber mal wieder drauf. Wow. Alles blüht neben der Straße, meinte ich damit eigentlich. Und wow. Es ist wenig los. Wow. Und es fährt sich gut rauf, die Steigung ist gut. Eine Mountainbike-Straße. Schön, Herr Chiemsee, gell? Das kommt davon, wenn man sich nicht genug mit der Tourenplanung befasst. Ja, krass, wie die Straße auch im Felsen drin hängt zum Teil. Schaut mal, was für ein schönes Brötchen ich geschmiert habe. Sie war's. Ich war fleißig heute. Jetzt ist Jausenzeit. Ah. Aber wer hat den Käse gebracht? Besorgt? Ja, ja, das ist schon gut. Sogar mit Salz und Pfeffer. Gescheite Stullen. Da beiß ich mal rein. Stullen. Stullen sagt man nicht bei uns in Bayern, das ist ein Brotzeug. Alpe di Nettia. Hier kommen wir nachher auch wieder her. Aber jetzt versuchen wir noch den Gipfel mitzunehmen. Nicht den da, sondern diesen hier. Das sind jetzt noch ungefähr 500 Höhenmeter. Mal schauen, wie viel wir davon fahren können und wie viel wir zeckern müssen. Aber hochkommen werden wir hoffentlich schon. Und ich habe mir intuitiv den hier ausgesucht und Petra hat gesagt, den hier. Ja, der hier, der ist nur 1600, der andere ist 1900. Deswegen, wenn wir da noch Lust haben, kriegt der Nico seinen auch noch. Ich werde gescheucht. Wie immer. Eine Runde Mitleid für den Nico. Bitte in die Kommentare. Oh, bis jetzt kann man es noch super fahren. Mal schauen, wie das so wird. Wenn es so weitergeht, dann ist es eine mega, mega geile Tour. Yeah! Yeah, gut! Dann tut's ja weh. Ah. Ah. Petra fährt im Sportmodus. Achtet auf die Socken. Die Augen sind bei ihr. Schafft sie es? Schafft sie es oder fällt sie? Schafft sie es oder fällt sie? Sie schafft es. Schafft sie es oder schafft sie es nicht? Schaff's ich jetzt. Boah. Boah.
Hier geht es immer wieder phasenweise zum Fahren. Phasenweise muss man jetzt doch schieben, aber macht nichts. Also in Summe ist es bisher echt super cool. Und der Blick auf den See, der ist wirklich der Hammer. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, weil einfach das Video der Wahnsinn ist von der Aussicht und vom Panorama. Panorama. Trail. Schaut mal, da vor uns sieht man jetzt den unteren, also den südlicheren Teil vom Lago Maggiore, den italienischen Teil sozusagen. Maggiore, gell? Ja. Ist leider ganz schön diesig, deswegen sieht man es nicht so gut. Wir hätten jetzt noch ungefähr 300 Höhenmeter Trail rauf. Schauen wir mal, gerade eben sind wir schon gewarnt worden, dass so eisig ist oben. Aber das werden wir uns natürlich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Hoffen wir das Beste. Es geht echt immer wieder gut zum Fahren. Jetzt fehlen uns noch 250 Höhenmeter bis zum Gipfel. Das Kreuz sieht man schon raus, mit der Kamera wahrscheinlich nicht. Aber jetzt müssen wir hier das erste echte Schneefeld überqueren. Mal schauen. Und da oben, es geht wieder los. Da oben ist dann eben der Gipfel, da sieht man. Uiuiuiui. Wenn es gar nicht mehr geht, muss auch mal das E-Bike getragen werden. Zum Glück nur ein paar Meter. Das ist natürlich schon schwer. Aber alles machbar. Und ja, im Hintergrund. Petra hat's getragen. Immer noch der See, na klar. Knapp 200 Höhenmeter unterm Gipfel. Jetzt lagern wir die Bikes hier, weil da lässt sich's leider nicht runterfahren. Voraussichtlich, der Schnee ist zu faul. Also man bricht ein. Und ja, es ist jetzt durchgängig Schnee. Aber den Gipfel werden wir trotzdem noch machen, weil ich glaube, der hat richtig gute Aussicht. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen, finde ich. Übrigens, kennt ihr das? Eine Bergtour ohne Gipfel ist wie ein Playboy ohne Zipfel. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Au! Das war hart. Jetzt sind es noch so 50 Höhenmeter oder so zum Gipfel. Und es ist echt gut, dass wir die Räder nicht mitgenommen haben. Weil es ist wirklich bis oben hin Schnee. Und man sinkt immer total ein. Und es ist wirklich auch ganz schön steil. Aber den Gipfel will ich auf jeden Fall sehen. Das Kreuz hat schon ein paar Mal runtergespitzelt. Und ja, der Ausblick ist nach wie vor super gut. Babalababa. Schlappen auf dem Berg, kein Kommentar dazu. Santa Tamaro Gipfel, da sind wir. Der Heli ist jetzt wieder weg. Und ja, war nicht so allzu dramatisch, was wir einschätzen konnten. Hat sich einen übernommen mit schlechter Ausrüstung. Und hallo, Schlappen. Ja. Schlappen auf knapp 2000 Höhenmeter, wo normal Bergschuhe Pflicht sind. Hier hinten auf jeden Fall der Luganersee, da waren wir ja letztes Mal. Und eben du auf hast doch der so viel Wein getrunken, das weißt du doch gar nicht. Anderen Seite der Lago Maggiore, hier mit unserem Campingplatz und da hinten dann eben der südliche Teil. Und noch dazu ein ganzer Haufen von Pfadfindern. Du hast doch so viel Lugana Wasser getrunken, Wein. Ich glaube, ich habe den Piloten vergessen. Willst du nicht in den Heli fliegen sollen? So, jetzt nochmal einen Aussichtsgipfelschwenk in Ruhe ohne Heli. Der Berg hat nämlich wirklich mega Ausblick gehabt. Und es gibt auch in Richtung Lugano einen super schönen Trail. Da haben wir nur die ersten Spitzkehren gesehen. Wir kennen den auch noch nicht. Aber den haben wir auf jeden Fall mal auf die Liste aufgenommen. Denn in die Gegend vom Lago Maggiore müssen wir unbedingt nochmal zurückkehren. Die ist wunderschön. Wir sind wieder bei den Bikes und gerade beim Schoner anziehen. Und schaut mal, ich kann mal wieder meinen Socken auswinden. Ugh.
jetzt bei der Alptrecciura, fragt mich nicht. Auf jeden Fall sind wir schon ganz schön weit unten, aber haben trotzdem noch ein Stückchen vor uns. Jetzt der Lago im Sonnenuntergang schön langsam. Gut, dass wir die Lichter dabei haben zur Sicherheit. Und der Heuschnupfen lässt auch schon wieder Gesundheit, grüßen. Gesundheit, würde ich mal sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall wartet jetzt noch ungefähr 500 Höhenmeter Trailabfahrt auf uns. Die wird sicher noch mega gut. Oben hatten wir ein bisschen Kameraprobleme, deswegen haben wir nicht alles drauf. Aber der Trail ist sehr schön, auch ganz gut fahrbar. Nur im Moment sind ein paar Bäume drin, da muss man stark genug sein, sein E-Bike drüber zu hieven. Petras Hintern. Und die Sonne noch mal raus. Das jetzt reinstrahlen. Sieht gigantisch aus.
Ah, jetzt haben wir die Lichter doch noch gebraucht, aber gut. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie, ja, stimmt. Schaut mal, was das für ein mega Blick jetzt noch hinter uns über den See ist. Und ich werde gerade berieselt. Jetzt bin ich beregnet worden. Na, super. Gut, dass es immer noch voll warm ist. Du hast die Tour verlassen. Ja. Du hast die Tour verlassen. Ich, nur ich. Aber es macht nichts, weil ich finde zurück zum Platz. Zum einen, wie lang es hell ist, ist es schon 8:30 und zum anderen, wie geil der Blick einfach ist. Kommen wir jetzt super gut zurück. Letztes Jahr haben wir ungefähr das gleiche erlebt mit den Biobikes ohne Licht, das war kacke. Aber so ist jetzt echt mega gut. Einmal aus, ein. Und so wäre es ohne Licht. Also ja, ihr seht, es ist schon besser. Also wir sind gestern gut zurückgekommen, aber es war schon stockdunkel. Deswegen haben wir nicht mehr Tschüss gesagt. Wir blenden euch unten noch ein. Ein Link, wie man beim Heli reagieren soll, weil der hatte uns schon angefragt, ob alles okay ist. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man die Zeichensprache kann. Da klicken wir, da senden wir euch einen Link rein zum Anklicken. Genau. Bei Petra versteht es auch immer nicht. Also ich spreche mit ihr, aber vielleicht ist mal ganz gut, dass man den einen oder anderen ruft. Gell? Ansonsten geht's heute schon wieder weiter. Also bleibt dran, das Video ist zu Ende, aber es kommt dann auch schon das nächste.